bad. Double Eject! Herzlich willkommen zum Prime Flop Nummer 1. Ich bin der Jörg und ich arbeite als Sportjournalist für Prime Sports. Bin dort für die beiden Online-Inhalte von Prime Skiing und Prime Snowboarding verantwortlich. Ich will euch in diesem Videoblog ein bisschen Einblick in die Freeski- und Snowboard-Szene geben, ein bisschen zeigen, was geht auf den Events ab, einen Blick hinter die Kulissen, bei den Messen, bei den Weltcups, bei Core-Events, alles, was sich so in der Freeski- und Snowboard-Szene abspielt und wo ich mich so rumtreibe, möchte ich euch gerne einen Einblick hinter die Kulissen geben. Wie man an dem Intro und an dem Namen schon merkt, soll das Ganze nicht allzu ernst sein, es soll auch immer gut unterhalten. Ja, darum geht's. Dann legen wir los. Am Anfang will ich euch immer erst nochmal ein paar redaktionelle Highlights vorstellen, bei denen ich denke, dass ihr sie auf jeden Fall gesehen haben solltet. Da ich selbst so eine Art semi-professioneller Freeskier bin, ist der Content vielleicht ein bisschen mehr auf Freeski ausgerichtet, aber es wird genauso Snowboard-Content den Weg in meinen Blog finden. Genau, fangen wir an mit den redaktionellen Highlights. Was war los diese Woche so? Ich habe drei Sachen ausgewählt, die ich euch hier kurz vorstellen möchte. Es hat bekanntlich ziemlich viel geschneit in den letzten Wochen. Da ist so Inbox voll mit Powder-Videos und da möchte ich euch ein bestimmtes vorstellen. Und zwar das mit dem Titel Milk and Cookies von einer relativ unbekannten Crew aus Colorado. Und ja, was soll man dazu sagen? Ist einfach geil. Und weiter geht's mit dem Welcome to the Team Video von LSM von der Bunch Crew, der ab sofort auf OM3P Skis unterwegs ist. Gute Wahl, OM3P. Melvin Sparks checking out the beat conductor Mad Lib. Der letzte Tipp ist ein Full-Movie für Fans von Street-Skiing und zwar von der Hood-Crew. Muss man auf klarkommen auf den Style, aber wenn man es mag, dann ist es richtig gut. And I surely heard wasn't gonna pay for it. All I had to do was catch him through slipping and jack his ass. Alright, kommen wir zum wichtigen Teil. Was war los letzte Woche? Da es ja bekanntlich viel geschneit hatte, vor allem hier im Allgäu, war ich eigentlich 5 Tage straight beim Shooten draußen. Torge Nagel war da und wir haben 5 Tage lang ein richtig gutes Programm abgezogen. Erster Tag, das Wetter war eigentlich perfekt, war letzte Woche Dienstag. Wir sind dann direkt losgestartet zum ersten Street-Spot, den wir filmen wollten. Es war ganz leicht angezuckert draußen, es hatte ein bisschen Schnee, es sah aber alles schon wunderschön aus. Haben uns dann mit Ole Pavel und Lukas Jörg zusammengetan, waren schon an dem Spot, haben schon was vorbereitet dort. Okay, jetzt fahr's durch. Und lief so, lala. Tag 2, letzte Woche Mittwoch. Wir haben uns wieder mit dem Lucky und dem Ole verabredet. Diesmal war noch der Sebi Geiger mit dabei. Gekickt worden schon, bevor der Spot überhaupt stand. Immerhin, war geil. Wir mussten dann weiter zum nächsten Spot fahren.
Löcki hat aber noch was im Kopf, da sind wir dann ins Bellmasertal weitergefahren, um dort den nächsten Spot zu shooten. Es hat dann ziemlich angefangen zu schneien, was auch gut war, da bisher noch keine Unterlage da war. Es war relativ wenig Schnee, hat man ja am Vortag schon gesehen. Es war relativ schwierig, den ganzen Spot aufzubauen, die Takeoffs ordentlich zu bauen mit dem wenigen Schnee. Und daher war es gut, dass es jetzt am zweiten Tag ein bisschen noch hinterher geschneit hat. Aber es war eben insgesamt immer noch nicht so viel da und es war auch da am zweiten Tag wieder etwas schwierig, den Spot so aufzubauen mit dem wenigen Schnee, dass es auch wirklich gut fahrbar war. Shit. Ja, Donnerstag haben wir nochmal unser Glück an dem Rail vom ersten Tag versucht. Abends ging es dann zum Night Train nach Nesselwagen. Ich hatte noch kurzfristig einen Auftrag bekommen, dass ich dort auch ein Video von der ersten Barbecue-Session für Nesselwagen schneiden sollte. Und das war dann auch echt genug für den Tag. Letzten Freitag war dann auf jeden Fall das Highlight der Woche. Es war richtig geiler Schnee, die Vorhersage hatte gestimmt, es hatte richtig fetten Bluebird draußen. Es sah alles super nice aus. Hallo! Es war nur leider anzunehmen, dass die Skilifte völlig überlaufen sind, weil auch noch Feiertag war und es schon seit Tagen so gut angesagt war. Torge und ich haben uns dann einfach ins Auto gesetzt, sind losgefahren und haben uns einfach irgendwo im tiefsten Allgäu Spots gesucht. Den fünften und letzten Tag unserer Session wollten wir dann ein bisschen chilliger angehen lassen, sind dann relativ spät nach Grasgern gefahren, da war der offizielle Season Opener für den Winter. Wir waren schon ziemlich fertig von den Tagen vorher, da ging dann nicht mehr so viel ab. Ein paar Easy Shots haben wir noch zusammengekriegt, aber das war es dann im Prinzip auch und ansonsten haben wir an dem Tag auch nicht mehr viel gemacht, außer uns dann ausgeruht und die Woche auslegen lassen. Das war's mit dem ersten Prime Flop für diesen Winter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es war nicht zu lang. Ich freue mich über Feedback. Ihr wisst ja, wie das geht. Kommentare, abonnieren, folgen, wie auch immer. Ihr kennt das Game. Haut rein.